So, hallo zusammen. Hier ist wieder Spartacus und wir spielen heute wieder mal eine Runde Black Sonata. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch auch die Erweiterungen zeige. Und heute beginnen wir mit der Erweiterung, die den Titel des ganzen Erweiterungspacks trägt, nämlich Fair Youth. Die schauen wir uns mal näher an. Für die, die meine Videos noch nicht gesehen haben, was das Unboxing und die ersten Let's Plays angeht, da verweise ich euch unten in den Infotexten nochmal drauf und auch den Link zum Boardgame Geek Profil, sowohl vom eigentlichen Base Game als auch von der Erweiterung, bekommt ihr ebenfalls. Hier geht es darum, dass wir die sogenannte Dark Lady suchen, eine Dame, die Shakespeare in einem Teil seiner Sonette verewigt hat, angesprochen hat, wo aber nicht wirklich bekannt ist, wer das wirklich gewesen sein kann. Es gibt da wohl einige Kandidatinnen, die sind hier neben einigen, ja, ich sage mal, frei erfundenen Kandidatinnen noch dazu gepackt worden. Und das ist ein Teil seiner Sonette eben dieser Dark Lady gewidmet. Der andere Teil ist einem Fair Youth gewidmet, einem, ja, was heißt das, ich glaube, angenehmen, hübschen, freundlichen Jugendlichen. Aber auch das ist nicht bekannt, wer das gewesen sein kann. Auch da gibt es, ich meine, zwei oder drei Kandidaten, die das gewesen sein könnten. Und um den geht es in der Fair Youth Expansion. Das heißt, wir jagen jetzt zwei Personen und beide sind in den Sonetten eben verewigt. Und wie funktioniert das jetzt? Also, ich beginne zum Beispiel mit meiner Suche im Stadtteil Eastcheap. Da gibt es das Boar's Head Inn, also eine Taverne, eine Gaststätte. Wir haben die Fair Lady, die Dark Lady, die wir suchen müssen. Das ist die hier. Und die dazu passende Karte haben wir hier als zusätzliche Hinweiskarte. Wir laufen wieder durch die Ortschaften, sammeln uns die Ortskarten, die hier auch im Stapel liegen. Und das geht entsprechend den Hinweisen, die ich gleich nochmal fertigstelle. Hier ist der Londoner Nebel, der dazwischen kommt. Hier sind die Eigenschaften der Dark Lady, die wir zusammenstellen müssen. Und was es mit dem Fair Youth auf sich hat, ist eigentlich ganz einfach. Es gibt eine Handvoll, genau für jeden Ort eine Fair Youth-Karte. Und ich zeige euch mal eine davon. Nehmen wir mal an, der Fair Youth hätte sich in Bishopsgate versteckt. Also es läuft so, dass diese Person, diese Fair Youth, sich an einem Ort in London versteckt hat, aber vorher durch alle Ortschaften oder alle Orte nochmal durchgelaufen ist. Und jetzt aber in diesem Falle zum Beispiel Bishopsgate hockt. Und das wäre dann, Bishopsgate ist hier. Ich kann jetzt, während ich durch die Orte laufe und nach Hinweisen nach der Dark Lady suche, auch suchen nach Hinweisen auf diese Fair Youth, beziehungsweise auf die Richtung, in die sich dieser Fair Youth bewegt hat. Und ich kann dazu als eine meiner Aktionen einfach einen Passanten fragen. Und der sagt mir dann, welche Eigenschaft der Ort hatte, in dessen Richtung dieser Fair Youth beim letzten Mal gegangen ist. Und in diese Richtung geht es dann praktisch auch in das Versteck von diesem Jugendlichen, von dieser Person. Und wir schauen uns das jetzt mal an einem Beispiel an. Ich nehme an, ich sei in Eastcheap. Ich habe ja die Ortskarte hier. Bishopsgate ist das Versteck, was ich hier in diesem Falle mal einfach als Beispiel ausgewählt habe. Und dann zeigt mir der Passant, wenn ich ihn frage, du, von hier aus gesehen, war ein Haus eines von Shakespeares Häusern das nächste in die Richtung, in die dieser Fair Youth gelaufen ist. Und da kann ich mir einen dieser Hinweismarker, die sind in dieser Expansion dabei, einfach hinlegen und sagen, naja, von hier aus kann es eigentlich nur dahin zeigen. Das ist der kürzeste Weg zu einem Haus. Und dann weiß ich, ich muss in die Richtung. Aber ob es hier ist, weiß ich von hier aus alleine auch noch nicht. Dazu müsste ich dann zum Beispiel nach Shoreditch gehen und auch da gucken. Und dann würde mir das Ding vielleicht auch sagen, Haus, dann hätte ich aber hier und da Möglichkeiten, die Hinweise zu legen. Ich muss also auch hier durch mehrere Fragen und durch Kombinationen ausschließen, wo es gewesen, wo es ist oder wo es nicht sein kann. Das heißt, auch hier ein kleines Kombinationsspiel zusätzlich zu der Suche nach der Dark Lady. Das heißt, wir spielen im Prinzip zwei Personenjagden, zwei Personensuchen. Eine ist irgendwo fest an einem Ort versteckt und wir können Passanten nach der letzten Richtung fragen. Und eine ist unterwegs und läuft ständig durch die Gegend und hinter der müssen wir herhetzen und da müssen wir nach Eigenschaftshinweisen suchen. Ihr werdet jetzt sicherlich euch fragen, was passiert denn, wenn die Person, dieser Fair Youth, sich in Bishopsgate aufhält und ich stehe in Bishopsgate und frage einen Passanten. Ja, da sagt die Regel, dann ist irgendwas, was gezeigt wird und das ist irgendein beliebiger Nachbarort. Das kann also hier der Baum, das Theater, die Wirtschaft oder die Taverne sein, völlig wurscht.
Irgendwas wird dann gezeigt. Das sind also verwirrende Hinweise, obwohl ich vielleicht in dem Moment auch richtig stehe. Und gewonnen habe ich das Spiel in diesem Falle mit der Erweiterung Fair Youth, wenn ich sowohl die Dark Lady finde, als auch die Fair Youth finde. Und am meisten Punkte, wenn man nachher in der Solo-Wertung auf Punkte geht, jetzt kommt die Sonne rein, jetzt weiß ich nicht, wie sich das Licht verändert. Wenn man dann nachher in der Solo-Wertung auf Punkte geht, dann bekommt man am meisten Punkte, wenn man an dem Ort, an dem sich die Fair Youth aufhält, dann auch die Dark Lady einfängt und die Hinweise aufdeckt und das alles richtig ist. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Wir machen ein ganz normales Let's Play, das heißt, ich spiele es durch. Die Regeln habe ich euch schon erklärt, das heißt, hier fasse ich mich nur ganz kurz. Das Deck habe ich sortiert nach dem zweiten Buchstaben oben von links. Das heißt, rückgehen, im Prinzip ist jetzt hier auf der Rückseite A. Es wird einmal abgehoben. Ich fange in East Cheap an, habe die Karte. Und die Dark Lady könnte jetzt im Moment auf allen Plätzen sein mit Häusern, in denen Shakespeare mal gewohnt hat. So. Die Dark Lady fängt an. Achso, wir müssen noch die Karte, natürlich die Rundenbegrenzer, einmal dazugelegt und dann geht's los. Es geht auf ein Theater. Das heißt, hier könnten sie Plätze getauscht haben und einmal können sie hier gewesen sein. Norden, Süden. Ich warte ab. Ich frage einen Passant. Ach, jetzt Fair Youth, genau. Das müssen wir natürlich noch machen. Das ist die Fair Youth Karte. Die lege ich hier oben hin. Und das funktioniert, wenn ich einen Passanten nach dem Jugendlichen frage, genauso wie auch nach Hinweisen für die Dark Lady. Ich frage den Passanten und muss dazu einfach nur die Karte auf meine aktuelle Ortskarte legen, drehe es um und sehe ein Boot, einen Bootsanleger. Das heißt, die aktuelle Richtung, in die sich von hier aus der Fair Youth bewegt hat, schieß mal hier so hin, ist diese Richtung. Das ist die kürzeste Richtung. Das kann jetzt also sein, dass er in London Bridge ist, in Southwark, in Liberty of the Clink und vielleicht sogar noch in Blackfriars. Müssen wir mal gucken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Von hier rum wäre es 4. Also er muss in einem dieser Dreien sein, nach jetzigem Stand der Kenntnis. Da wissen wir schon Bescheid. Wir werden also irgendwann mal hier in Blackfriars noch einen Passanten fragen und dann müssen wir mal schauen, wie wir es eingrenzen. Gut, das war aber schon mein Zug. Jetzt habe ich zum Glück die Karte abgedeckt mit meinem Daumen, habe nicht gesehen, wo er ist. Und jetzt ist die Dark Lady wieder dran. Sie geht wieder auf ein Haus. Das heißt, auch hier ändert sich nichts. Ich habe wieder viel zu viele Möglichkeiten. Warte ich jetzt in East Sheep oder gehe ich nach Cornhill? Ich glaube, ich gehe nach Cornhill. Dann nehme ich mir die Ortskarte raus. Cornhill ist hier. Und dann ist die Dark Lady wieder dran. Sie geht jetzt vom Haus auf Kirche. Das heißt, sie kann hier gegangen sein, sie kann hier gegangen sein, sie kann hier gegangen sein. Von hier aus kann sie nicht... Nein. Von hier aus kann sie nicht auf eine Kirche gegangen sein in einem Zug. Das heißt, sie ist in einem dieser drei Orte. Dann würde ich jetzt mal gehen... Ich sammle erstmal Ortskarten. Ich brauche Passanten im Moment nicht zu fragen, denn hier die Richtungsangabe war schon sehr hilfreich. Die hat mir die untere Ecke eingegrenzt. Da muss ich hier oben, glaube ich, nicht mehr fragen. Hoffe ich jedenfalls, dass ich das jetzt richtig schließe. Wir schauen. Ich gehe nach Bishopsgate. Ich lasse die Dark Lady erstmal ein bisschen rumlaufen und sammle selbst erstmal Ortskarten. Jetzt geht sie wieder auf ein Haus. Das heißt, sie kann nach hier gegangen sein, nach hier oder nach hier. Dann gehe ich nach Shoreditch. Und jetzt wird es schon langsam spannend. Sie geht auf eine Natur, einen Wald, Baum, Park. Parks sind das, glaube ich, thematisch. Hier ist sie nicht. Sie kann nur da oder da sein. Und dann würde ich sagen, ich versuche es, jetzt habe ich eine 50-50 Chance. Ich versuche es mal nach ihr zu suchen. Nach Hinweisen. Shoreditch einmal umdrehen, Schlüsselkarte drunter. Ne, hier ist sie nicht.
Das heißt, die Karte kommt raus und die Dark Lady ist wieder dran. Sie ist aber jetzt auf jeden Fall hier in Clerkenwell. Dann würde ich sagen, ja, die Dark Lady flieht und zwar so viele Schritte, wie wir Hinweiskarten haben. Wir haben keine, das heißt, sie flieht im Prinzip nicht, weil wir haben sie ja nicht gefunden. Und wir haben noch keine neuen Hinweiskarten und das heißt, sie ist jetzt dran. Es geht also weiter Richtung Bootsanleger. Sie ist also jetzt auf jeden Fall hier. Dann gehen wir nach Cripplegate. Wir wollten sowieso in die Richtung, weil wir auf die andere Seite müssen, um hier ein bisschen einzugrenzen. Cripplegate, jetzt ist sie wieder dran. Das heißt, sie kommt uns hierhin oder hierhin wieder entgegen. Große Frage, kommt sie jetzt hier rum oder geht sie wieder zurück Richtung Südecke, Richtung Blackfriars und dann Liberty of the Clink? Denn die Frage ist, wenn sie jetzt als nächstes nach Cornhill geht, dann wäre es einfach mit dem Markt, dann wäre das Symbol nämlich eindeutig. Und dann könnten wir sie da erwischen. Ich werde mal nach Cornhill gehen und hoffen. Ja, Glück gehabt. Sie kann nur hier gekommen sein. Jetzt können wir nach Hinweisen nach ihr suchen. Jetzt sind wir in Cornhill. Ja, Cornhill. Und zack, da ist sie. Ihr seht, durch Schlüsselloch haben wir die Lady einen Hinweis auf sie entdeckt, einen Blick auf sie geworfen. Bekommen diesen Hinweis von dem Stapel hier unten. Und schauen uns das an. Ein Hinweis, der Name dieser Person hier, Mary Fitton, hat nichts zu tun mit der Suche, die wir gerade durchführen. Eher das Eichelsymbol hier, das sagt uns, dass zwei dieser Eigenschaften auf jeden Fall stimmen. Wir haben also auf jeden Fall Krone, also Verbindung zum Königshaus, Verbindung, dokumentierte Verbindung zu Shakespeare und sie hat Kinder. Das sind zwei von diesen Eigenschaften stimmen auf jeden Fall. Eine stimmt dann auf keinen Fall. Und welche das sind, das müssen wir noch rauskombinieren. Wir legen uns die Nummer schon zur Erinnerung zur Seite. Jetzt flieht sie aber. Und zwar ein Feld auf ein Kirchensymbol. Das kann da oder da sein. Und jetzt ist sie wieder dran. Auf ein Theater. Das kann hier sein oder hier sein. Wir haben immer noch zwei Möglichkeiten. Gut, wir machen aber weiter mit unserer Suche oder Jagd nach Ortskarten. Wir gehen nach St. Paul's. Das ist hier, die nehmen wir uns. Dann geht sie wieder auf ein ländliches Gebiet. Das heißt, sie kann nur hier gegangen sein, denn von hier aus kann sie nicht in einem Schritt auf ein ländliches Gebiet gelangt sein. Das heißt, sie ist auf jeden Fall hier. Nochmal zur Erinnerung, ich habe hier oben die Buchstabenreihe genommen und das heißt, diese Reihen, diese Wege sind so sortiert, dass sie sich auf jeden Fall immer einen Schritt weiter bewegt. Sie bleibt nicht stehen. Das kann hier unten bei diesen Reihen anders sein. Da kann es auch mal sein, dass sie wirklich einen Zug lang einfach stehen bleibt auf dem Ort, auf dem sie ist. Haben wir jetzt nicht. Sie muss also da oben sein. Sie könnte wieder runterkommen, sie könnte zu Cripplegate gehen, das wissen wir nicht. Wir gehen einfach mal nach Blackfriars, suchen uns auch hier den Ort. Und sie ist wieder dran. Ja, das ist klar, dass es ein Haussymbol kommt. Große Frage, wo ist sie? Ich suche mal nach Hinweisen nach ihr. Blackfriars. Schauen wir es uns an. Jawohl, haben sie erwischt. Glück gehabt. Wir bekommen eine zweite Hinweiskarte. Oben. Und jetzt haben wir 0 oder 2. Auf hier von dieser Karte bekommen wir die Hinweise, dass 0 oder 2 dieser Eigenschaften gelten. Das heißt, wir können mal anfangen, ein bisschen zu kombinieren. Mal schauen, was passiert. Also, nehmen wir mal an, von dieser Karte hier gelten die ersten beiden Hinweise, dann ist es nicht die Russell. Die Russell ist es nicht. Dann könnten entweder diese beiden Hinweise noch gelten oder gar keine. Aber diese beiden Eigenschaften passen nicht mehr hier drauf.
Die sind ja nicht deckungsgleich mit der Krone und in Verbindung zu Shakespeare. Ich würde also jetzt ringen, also verheiratet sein und musikalisch sein, nicht noch zusätzlich draufkriegen. Das heißt, es würde an dieser Stelle keine dieser Eigenschaften gelten müssen, damit das hier passt. Dann wären noch eventuell romantische Neigungen oder die literarische Interesse, literarisches, oder sich schreibt, sie schreibt Literatur, wäre noch möglich. Das ist jetzt noch offen. Mit den beiden Hinweisen alleine kommen wir nicht weiter. Da können wir noch nicht wirklich fertig durchkombinieren, was alles sein könnte oder was nicht. Aber jetzt flieht die Lady um zwei Hinweise, zwei Karten. Ich zeige nicht, was da drunter ist. Sie ist jetzt zwei Schritte weiter bei einer Taverne. Von hier aus zwei Schritte. Das kann nur hier sein zu einer Taverne. Denn in anderen Richtungen ist nichts, was nach Taverne aussieht. Erst drei Schritte weiter wäre was. Das macht nichts. Wir sind dran. Wir fragen jetzt in Blackfriars mal einen Passanten nach der Fair Youth. Das ist jetzt unsere Aktion. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die Fair Youth Karte, die Blackfriars Ortskarte, legen das aufeinander, drehen das um. Und hier ist das nächste ein Theater. Das heißt, auch hier ist die Richtung schon mal vorgegeben, relativ eindeutig, gar nicht so kompliziert. Okay. Das heißt, sie muss in einem dieser drei Felder sein. Das wird jetzt lustig herauszufinden. Die Dark Lady ist hier. Wir laufen. Jetzt ist sie aber erst dran, das war ja unser Zug. Das heißt, sie läuft weiter hier hin. Naja, schauen wir mal. Liberty of the Clink. Dark Lady zur Kirche. Ah, sie kommt uns wieder entgegen. Wir warten hier und fragen wieder einen Passanten nach der Fair Youth, nach dem Jugendlichen. Der jugendlichen Person, weiß ja nicht, ob Mann oder Frau. Auch hier wieder Liberty of the Clink, Fair Youth Karte, ein Kreuz. Mhm. Das heißt, die Richtungsanzeige sagt erstmal in Richtung St. Mary Overy. Wenn die Jugendliche sich hier versteckt hätte, dann würde sie irgendwo hin zeigen. Das heißt, wir sind noch nicht ganz sicher. Wir müssen noch ein bisschen weiter fragen, ob sie hier in diesen beiden Feldern ist oder hier ist. Das alles könnte noch sein. Wir schauen. Jetzt ist aber die Dark Lady wieder dran und sie geht wieder hier hin zur London Bridge. Dann laufen wir nach Southwark. Und die Dark Lady ist wieder dran. Taverne. Ha, jetzt kann sie hier oder hier sein. Lohnt sich das jetzt nachzuforschen, nach Hinweisen? Ja, wir machen das einfach. Nebelkarte. Savak. Umdrehen. Nein, sie war hier nicht. Wir haben es versaut. Wieder zurück. Und sie flieht. Nein, sie flieht jetzt natürlich. Auf jeden Fall. Und zwar um zwei Felder. Zack, zack, zwei Züge. Taverne. Sie kann also wieder hierhin sein, sie kann aber auch hin und her gelaufen sein. Hm. Was stört uns daran, nochmal nach ihr zu suchen? Southwark. Schon wieder nicht. Ja, sie ist hin und her gelaufen. Das war blöd. Wieder zwei. 1-2 kann nicht sein, 1-2 kann hier sein, kann aber auch da sein. Also ist sie uns entwischt. Wir grämen uns nicht und fragen wieder einen Passanten nach der Fair Youth. Das heißt, in Richtung Bootsanlegestelle. Das ist jetzt in beide Richtungen. Das ist nicht sehr hilfreich. Diese Hinweismarke, die sind auch Teil des Erweiterungspacks. Auf der Rückseite dieser Hinweismarke seht ihr übrigens Zahlen. Die haben mit einer der anderen Erweiterungen zu tun, mit der Rendezvous-Erweiterung. Die stelle ich euch in einem der nächsten Black Sonata-Videos vor. Ich möchte die gerne mal alle separat spielen als Let's Plays und sie dann vielleicht auch mal irgendwann so kombinieren. Jede Erweiterung lässt sich mit jeder anderen Erweiterung laut Regeln jedenfalls kombinieren. Und am Schluss könnte man theoretisch mit allen fünf Erweiterungen, die da drin enthalten sind, spielen.
Das wird dann aber erstmal von der Regelseite her erst unübersichtlich, wenn man die nicht einzeln schon mal gespielt hat. So, hier haben wir also keine eindeutigen Hinweise bekommen auf die Fair Youth. Dann ist die Dark Lady wieder dran. Taverne, das heißt, sie war vorher hier. Dann gehen wir zur London Bridge. Und die Dark Lady geht wieder zum Haus. Ja, wir können hier nur nach der Fair Youth einen Passanten fragen. Machen wir. London Bridge, Fair Youth Karte. Umdrehen. Taverne ist das nächste. Na super. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Also hier zeigen die Hinweise dorthin und dorthin. Was machen wir jetzt damit? Ich setze die mal kurz aus dem Weg. Also mein Eindruck ist jetzt, dass wir die Qual der Wahl haben zwischen London Bridge und Southwark, was den Aufenthaltsort der Fair Youth angeht. Und es hilft uns auch nicht, irgendwo anders nochmal zu fragen. Denn wenn von hier aus der Hinweis kam, dass der kürzeste Weg zu ihr über die Bootsanlegestelle führte, oder war es ein Theater, auf jeden Fall in die Richtung und nicht in irgendeine andere Richtung, dann können es nur 1, 2, 3 bis hierhin sein. Denn zu diesem Feld nach Eastchip wäre schon 1, 2, 3 hier oben der kürzeste Weg. Hier unten rum wäre der Weg schon 4. Das heißt, das gleiche gilt für Eastchip in Richtung Blackfriars auch. Nach hier unten 1, 2, 3, denn nach Blackfriars wäre der kürzere Weg schon hier oben. Das heißt, im ganzen Nordteil kann sie nicht sein, die Fair Youth. Und wir suchen also hier im Südteil. Und das kann jetzt aus meiner Sicht nur nach London Bridge oder Southwark sein. Und je nachdem, wo sie ist, in beiden Fällen würde der jeweilige Hinweis durchaus richtig sein von der anderen Seite. Und der Hinweis auf dem Versteck selbst wäre natürlich in beide Richtungen auch wieder, ja, natürlich verwirrend und nicht einzubeziehen. Und das ist in beiden Fällen gleich hier. Also ich kann hier leider nur noch raten. Nichtsdestotrotz, wir lassen das mal kurz auf sich beruhen und machen mal weiter mit der Jagd nach der Fair Lady. Das ist ja schließlich nach der Dark Lady. Das ist ja eigentlich unser Hauptjob. Die ist nämlich wieder dran und geht nach Cornhill. Was anderes kann jetzt nicht sein. Dann laufen wir ihr entgegen nach Eastcheap. Wo wir noch nicht waren, ist Clerkenwell. Dann kämen wir an diese Hinweiskarte. Vielleicht kommen wir danach rüber. Mal schauen. Und dann ist die Dark Lady wieder dran. Seht ihr das hier überhaupt? Es ist die Sonne hier mittendrin. Ich weiß nicht, wo ihr da geblendet seid. Mal gucken. So, wir haben eine Runde durch. Einmal das komplette Deck. Da wissen wir noch aus der Erinnerung, dass sie hier in der Gegend war. Das heißt, sie wird jetzt da in die Richtung weglaufen. Mal gespannt. Aus. Theoretisch da und da, aber wir wissen ja, dass sie eher da nicht war beim Anfang. Da hatten wir ja einmal nach ihr gesucht, beziehungsweise da gab es einen Weg, der das verkürzt hat. Das heißt, wir laufen ihr hinterher nach Cornhill. Theater kann dann hier sein. Ups, ist sie doch da. Ha! War sie anfangs da und ist darüber gelaufen? Hm. Denn das kann jetzt nur hier sein, tatsächlich. Dann laufen wir nach Cripplegate. Sie läuft wieder auf ein Dorf. Jetzt suchen wir nach ihr in Cripplegate. Wir sind in Cripplegate. Cripplegate, das ist hier. Dann brauchen wir die Nebelkarte. Und mit dem Licht, das wird jetzt schwierig. Da ist sie tatsächlich. Wir haben sie erwischt in Cripplegate, beziehungsweise einen Blick auf sie erwischt. Und bekommen einen weiteren Hinweis. Vielleicht reicht uns das schon zum Kombinieren. Sicher sind wir nicht. Eichelsymbol. Es sollten diese drei Hinweise, 0 oder 2 von diesen drei Hinweisen gelten. Na, vielleicht, wir gehen es mal durch. Krone und dokumentierte Verbindung zu Shakespeare. Dann würde nicht gelten dürfen, dass sie Kinder hat. Dann waren wir hier mit dieser Karte ja soweit, wenn das nicht gilt, dass nur noch diese beiden auf jeden Fall gelten müssten, was nicht geht, oder keine davon. Das heißt, sie ist nicht musikalisch und nicht verheiratet. Jetzt gucken wir mal, was mit diesen Hinweisen passt. 0 oder 2.
dann wären, das gilt nicht. Das kann wegen der vorigen Karten schon nicht gelten, dass sie verheiratet ist. Das mit dem Kind dann auch nicht. Dann würde, dass sie literarisch interessiert ist, auch nicht gelten können. Und damit bliebe noch das Herz. Dann wäre das eine mögliche Kombination, die wir haben. Aber das heißt nicht, dass das die richtige ist. Wir müssen mal gucken, ob noch andere Kombinationen passen. Wenn nämlich zum Beispiel ganz am Anfang mit unserer ersten Karte nicht Verbindung zur Krone und Verbindung zu Shakespeare gelten würden, sondern zum Beispiel die Tatsache, dass sie Kinder hat, gelten würde, dann würde nicht die Verbindung zu Shakespeare dokumentiert sein. Und dann wäre es nämlich hier anders, dann gilt ein Hinweis, dann muss auch noch ein zweiter gelten. Und dann haben wir wieder zwei zur Auswahl. Und die sind beide noch aktiv im verfügbaren Bereich. Das heißt, wir müssten uns jetzt hier wieder auswählen, fangen wir oben an, musikalisch sein. Dann würden jetzt von diesem hier zwei gelten müssen, weil einer ja schon gilt, das passt nicht zusammen. Würden wir von hier aus das verheiratet sein, von dieser Karte mit dazu nehmen, dann würde das nicht gelten müssen. Hätten wir hier zwei Hinweise, nämlich verheiratet und Kinder und hier auch verheiratet und Kinder, auch von dieser Karte, dann wäre das auch eine mögliche Kombination. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei mögliche Kombinationen, nämlich mit der Verbindung zur Krone, Verbindung zu Shakespeare und den romantischen Neigungen. Und wir haben diese Kombination, die hier liegt, als mögliche Kombination. Beide sind mit den Hinweisen, die wir haben, noch erlaubt. Das heißt, wir sind nicht sicher. Jetzt flieht aber die Lady schon um drei Plätze und landet auf einer Nebelkarte. Sie ist also im Londoner Nebel komplett verschwunden und ist dran. Sie ist jetzt auf einer Anlegestelle. Das heißt, sie kann hier sein oder hier sein. Denn ganz ehrlich, 1, 2, 3, 4 ist genauso weit und hier kann sie hin und her gelaufen sein oder hier oben rum. Das heißt, sie kann jetzt irgendwo sein und wir wissen nicht wo. Macht aber nichts. Wir suchen uns den nächsten Hinweis, den kriegen wir kostenlos. Wir gehen nach Clerkenwell und bekommen diesen Hinweis hier, haben alle Orte einmal abgesucht. Aha. Und jetzt haben wir schon ein bisschen mehr. Es soll nur einer dieser Hinweise gelten können. Das sagt uns hier die 1 neben dem Eichelsymbol, weil wir suchen ja nach dieser Karte. Und das heißt jetzt, dass die erste Kombination, die wir hatten, Verbindung zur Krone, Verbindung zu Shakespeare und romantische Neigungen, nicht gelten kann, denn dann würden ja zwei Symbole gelten, es darf aber nur eines von diesen gelten hier, es wären sogar alle drei, die ist also verboten, die Kombination. Das heißt, solange wir die Verbindung zur Krone drin haben, ist das hier die richtige Kombination, die sich im Moment ergibt. Jetzt müssen wir schauen, ob das auch für andere mögliche Kombinationen so gibt. Also, wir haben die Verbindung zur Krone und Kinder, das heißt 2. Keine Verbindung zu Shakespeare. Gut. Dann darf sie auch nicht haben, diese 1 hier, nehmen wir das mal, dann darf sie auch nicht haben romantische Neigungen. Gut. Dann hätten 0 oder 2 gelten müssen. Hier gelten 2, das passt. Hier gelten wieder die gleichen beiden, das passt auch. Würden wir hier anders vorgehen können? Nee, aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, das sind die Eigenschaften der Dark Lady. Und wir müssen sie jetzt nur noch einmal auffinden und dann können wir sie mit ihren Eigenschaften auch konfrontieren. Das werden wir versuchen. Die Dark Lady ist wieder dran. Auf ein Kirchensymbol. Das kann hier sein. Oder hier. Oder hier. Ja, ich gehe das Risiko ein. Auch wenn die Chance klein ist, aber ich sag mal, sie ist hier. Wieder eine Nebelkarte. Und noch haben wir Nebelkarten. Wir sind in Clerkenwell. Nein, sie ist nicht hier. Das war nicht gut. Das heißt, sie flieht wieder um 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Steht jetzt irgendwo hier oben oder da. Und ist jetzt dran.
im Londoner Nebel verschwunden. Wo gehe ich hin? Ich gehe nach Cripplegate. Sie ist wieder dran auf irgendein Haus. Das heißt, sie kann hier sein, da sein. Sie war auf einer ländlichen Gegend. Dann ist sie im Nebel verschwunden und dann zu einem Haus. Das heißt, sie könnte hierhin gewesen sein, dann hierhin. Da ist ein Haussymbol. Sie könnte hierhin und dann dahin. Ne, das hätte nicht funktioniert. Sie kann nur hier sein. Und dann wissen wir ja aus unserer Erinnerung, dass sie dann hier rüber kam. Das heißt, wir gehen nach Cornhill. Sie geht auf eine Taverne. Aha, das scheint zu stimmen. Wir gehen nach Eastcheap. Sie geht auf den Handelsplatz. Das ist dann der hier. Und das nächste war, glaube ich, dann hoch und runter. Das heißt, wir warten hier. Wir setzen aus. Ja, wir setzen aus. Wir warten. Sie läuft runter. Okay. Dann gehen wir runter nach London Bridge. Suchen uns schon mal die Karte. Jetzt wird es lustig. Jetzt wird es nämlich spannend. Sie kommt wieder rauf. Nebelkarte einsetzen. London Bridge. Jawohl, wir haben sie und jetzt konfrontieren wir sie mit ihren Eigenschaften, die Dark Lady. Wir sagen, sie hat die Verbindungen zur Krone, sie hat Kinder und sie ist verheiratet. Und wir sagen gleichzeitig, und jetzt muss ich raten, Fair Youth versteckt sich auch in London Bridge. Na, gucken. Verbindungen zur Krone, verheiratet, hat Kinder. Jawohl. Das haben wir gewonnen. Und London Bridge. Ha! Ein glatter Sieg, ein Durchbruch. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es hingekriegt haben, richtig viele Punkte zu machen. Da muss ich jetzt aber tatsächlich nochmal in die Regeln schauen, wie das mit dem Scoring funktioniert. Scoring, so. Count the number of cards on top of the stealth deck up to but not including the countdown card. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Karten sind hier noch übrig vom Rest der zweiten Runde. Und eine komplette Runde ist noch mit 26 Karten übrig geblieben. Das heißt, wir haben 26 und 9 macht 35 Punkte. Dann addiere 2 Punkte für jede Karte, die im Nebeldeck, im Versteckdeck, sozusagen im Tarndeck übrig geblieben ist. Das sind nochmal 4 Punkte, hier sind nur 2 Karten übrig geblieben. Klar, je weniger Suchaktionen ich das Ganze geschafft habe, desto wertvoller ist der Sieg. Es sind aber noch 4 Punkte zu den 35 dazu, macht 39. Und dann schauen wir mal, 39 wäre uns im Moment noch Golden Lad ein Ranking geben, aber wir können auch noch mal in der Fair Youth Expansion nachschlagen. Das ist das kleine Regelheft hier mit all den ganzen Erweiterungen. Und die erste ist Fair Youth. Confronting. So. If it matches, then you have found him. Haben wir gemacht. Addiere 20 Punkte zu deinem Score. Wenn nicht, ist er entlaufen, der Jugendliche. Aber hier steht es dann, if you successfully confront both the Fair Youth and the Dark Lady in the same location at the same time, und das haben wir geschafft, kommen weitere 10 Punkte dazu. Das heißt, es kommen nochmal 30 zu unseren 39 dazu, macht 69. Leute, das macht uns zum Immortal Bard, zum unsterblichen Minnesänger. Also, das hier war eine Runde Black Sonata mit der Fair Youth Expansion. Zum Glück gewonnen, richtig geraten zum Schluss, das muss man auch sagen, ein bisschen Glück war dabei. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, Ideen, was ich euch noch zeigen könnte, dann gerne auch in die Kommentare schreiben. Als nächstes bin ich gerade dabei, mich tief in die Regeln einzuarbeiten von, na hier, so rum, so muss es sein, Kanban EV von Vital Lacerda. Ich habe euch das Unboxing schon gezeigt.
Die Regeln sind nicht einfach so runtergelesen, das muss ich gestehen. Und auch zu den Regeln selbst gibt es durchaus Diskussionen und Interpretationsbedarf. Da laufen auf Boardgame Geek und in anderen Kanälen durchaus Diskussionen, wie man was interpretiert. Ich möchte mir da durchaus etwas sicherer gehen, bevor ich euch das Ganze präsentiere in der Solo-Variante. Deswegen gebt mir da noch ein paar Tage Zeit. Das muss ich mir noch anschauen. Da muss ich noch ein, zwei Solo-Runden spielen. Habe ich schon. Ich hoffe, ich hatte sie richtig gewertet, aber da möchte ich nochmal durchgehen und bevor ich euch das präsentiere, auch sicher sein und regelfest sein und diese ganzen Diskussionen noch geklärt haben. Davon würde ich euch nämlich dann auch erzählen. Das kommt also auf jeden Fall noch. Behaltet bitte auch im Auge, dass, also jetzt, wo ich es aufnehme, ist der 30. Januar. Montag, 1. Februar beginnt die Kickstarter-Kampagne von dem Reprint von Maquis. Das habe ich, greife ich einmal hinter mich, das habe ich hier. Da geht es am 1. Februar los. Bei Sideroom Games, diesmal auf Kickstarter mit einer zweiten Auflage praktisch und einem Erweiterungspack, weil es sollen in das Paket rein neue Missionen, neue Eigenschaften, neue Gegenstände, neue Spare Rooms. Aber das gibt es auch für die Erstauflage, die ich hier habe, als Erweiterungspack mit dazu zu backen, wenn man das möchte. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten, kann ich euch nur empfehlen. Auch eine kleine Perle vom gleichen Verlag wie Black Sonata, Sideroom Games. Sehr schöne kleine Spiele. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin wünsche ich euch bis zum nächsten Video eine schöne Zeit. Bleibt gesund, euer Spartakus.